Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Reihe der Nightfall-Solo-Reihe. Ich bin der Moscha und ich zeige euch heute den neuen Nightfall vom 3. März 2015. Die Modifikationen sind episch. Dämmerung. Akkus in Flammen. Lichtschalter. Und wütend. Dieses Mal geht es gegen Sepkis in der Höhle der Teufel. Ich würde sagen, wir legen direkt mal los mit dieser neuen Serie. Kurz vorweg, das Video ist ein bisschen spontan entstanden. So, ich bin sowohl spontan Solo reingelaufen, als auch habe ich mich spontan dazu entschlossen, hiervon ein Video zu machen. Deswegen gibt es teilweise ein paar Tonaussetzer. Und ich bitte das schon mal jetzt zu entschuldigen. Ich würde sagen, jetzt geht's los, direkt hier am Anfang mit den ersten Gegnern. Noch ganz harmlos. Man kann die zwar auch schon ziemlich leicht sterben. Denn, wie gesagt, Akkus in Flammen gibt es die ersten Gefallenen, die euch damit die Hölle heiß machen. Die Schar hier sind allerdings noch recht harmlos. Vielleicht der Ritter, der kann noch Probleme machen mit seinem Akkuschuss, aber ansonsten ein ziemlich einfacher Weg. Und es geht weiter direkt zur ersten großen Aufgabe, nämlich den drei Wellen. Und vorher müssen wir noch ein paar Gegner rumspielen, oder umhauen, sag ich mal. Hier noch ein bisschen auf uns warten. Die Waffe, die ich hier am meisten benutze, ist die LDR 5001. Standard aus dem, von der Vorhut. Mit Akkuschaden. Ja, wir auch gleich mal hier ein bisschen Einsatz sehen. Nämlich, gefällt es die Gegner hier erstmal. Neben den Hexen sind die Schaufelschütze, die hinten in der Ecke stehen. Die kann man also locker als erstes ausschalten. Ein bisschen achten, dass man nicht runterfällt. Denn dann kann es schnell zu Ende gehen, wenn ein Gegner treffen. Aber ansonsten, ihr seht's, die hauen sich auch ein bisschen selber um. Zweite Scharfschütze. Jetzt der nächste gefährliche Gegner, der Ritter und die Hexe. Ich glaube, so kann das sein. Ne, da fliegt sie noch rum. Die solltet ihr, bei den beiden solltet ihr auf jeden Fall noch Prioritäten walten lassen, denn beide haben einen mächtigen Akkusangriff. Vor allem die Hexen können euch innerhalb von Sekunden töten, wenn sie euch bekommen. Aber hier seht ihr, sind die Gegner noch ein bisschen mit sich selbst beschäftigt. Also alles kein Problem. Ja, das ist quasi so der erste richtige Versuch von mir, das Ding solo zu machen. Deswegen ist noch ein bisschen langsam, ein bisschen auf gut Glück sozusagen. Und ja, ich versuche in der Serie so ein bisschen die Waffen zu benutzen, die auch jeder hier haben kann oder ziemlich leicht bekommen kann, wie zum Beispiel die LDR 5001, die es von der Vorhut für 150 Marken gibt bei Rang 3. Also alles kein Problem. Genauso gut benutzt ein ganz normales kannst du mal einen Raketenwerfer, den ihr später noch sehen werdet. Die Soros ist hier noch ein bisschen aktiv, wird aber gleich durch die Badger, ein Goldgewehr, getauscht, die auch so in dem Format, wie ich es benutzen werde, bei der Vorhut einfach so kaufen könnt. Ebenfalls 150 Marken. Und hier kommt die erste Welle. Drei Wellen gibt es hier. Die erste zeichnet sich durch reine Gefallene aus. Gefährlichste sind die zwei Plünderer, Vandalen, die drumherum stehen und versuchen euch wegzusnipern. Deswegen am besten die zuerst ausschalten, wenn sie da mal zum Vorschein kommen. Ihr seht, ein Headshot reicht. Ich hoffe, es ist nicht komplett voll aufgeladen. Trotzdem reicht es. Das wird sich in den nächsten Folgen ändern, denn die Waffe benutze ich eigentlich ziemlich gerne. Deswegen habe ich sie auch direkt mal voll aufgelevelt. Allerdings erst nicht mehr für diesen Strike hier. Gefährlichste hier an dieser Stelle sind eigentlich nur die Granaten, die euch auch ziemlich schnell töten können. Aber ansonsten, ihr seht ja, die Gegner fallen nach einem Schuss. Manchmal versteckt sich da in der Ecke eine gute platzierte Rakete. Macht aber ziemlich schnell den Gar aus mit. Aber irgendwo ist da noch einer. Wo versteckt er sich? Na, wo bist du? Dahinter. Na, komm schon. Da ist übrigens die Battle. Das Goldgewehr mit höheren Schaden. Und jetzt zum Abschluss der ersten Phase kommen die gefährlichsten Gegner, die Schweber. Normalerweise die einfachsten Gegner haben sie noch leider hier ein Feuerschild um zwei Schüsse aus der LDR. Machen sie allerdings fertig oder wie hier mit der Eisbrecher. Ich denke mal auf Level 32 bekommt man ja von einem Schuss Platz. Ich bin auf Level 31. Von dem her habe ich das Problem nicht. Die zweite Welle ist auch noch voller voller Gefallen, was ihr hier seht. Ich warte gerade, bis sich meine Eisbrecher wieder vollgeladen hat, denn ihr wisst ja, die lädt sich von selber auf. Durch ein Wechseln kann ich ein bisschen Munition sparen und habe dann meine LDR
ja, wieder volle Schuss. Gefährlichste hier in der Phase sind die Unsichtbaren, die hier rumlaufen, die da mitkommen. Unter anderem auch ein paar Sniper, den einen suche ich gerade. Dieses Mal übrigens auch unsichtbar. Ansonsten einfach wieder die Gegner metzeln, Kapitän noch ein bisschen umhauen. Und dann ist auch diese Runde hier kein Problem. Ja, was haltet ihr denn von der Idee, dass ich hier so ein bisschen mich an den Solo Nightfalls versuche? Wenn ja, lasst mir doch ein paar Kommentare da, wie es euch gefällt. Und schreibt mir, was ihr euch wünscht. Vielleicht auf bestimmte Sachen verzichten. Wie zum Beispiel keine Suppe oder sowas. Und da ist auch ein Ritter. Welcher Ritter? Heißt die Ritter? Nee, ein Captain. Die sind ja noch ein bisschen am gefährlichsten, einfach weil. Das heißt, gefährlichsten, am nervigsten, weil sie ihr Schild haben und immer wieder regeneriert. Und sie gerne in die Seite aus der Sichtweite raus teleportieren. Ja, ich würde nett gewesen, hat sich da rein teleportiert. Und hier der letzte der Runde, ein Sniper, der auch sehr gefährlich sein kann, denn er versteckt sich in der Ecke. Das heißt, wenn ihr zu forsch rauslauft, kann er euch schon mal treffen und ihr seid tot. Und nachdem der letzte aus der zweiten Welle tot ist, solltet ihr unbedingt zurücklaufen, denn jetzt beginnt der Krieg. Der Krieg zwischen Schar und Gefallenen. Da kommen sie, Hexen kommen, drei Stück. Und aus der rechten Ecke, direkt bei euch im Weg hier, kommen noch ein paar Leibeigene, also ein paar Falls, die euch ziemlich schnell hier wegpratzen können, wenn ihr nicht aufpasst. Und deswegen tät ich immer ein bisschen und sorgt dafür, dass sich die Gegner hier ein bisschen gegenseitig umhüpfen, denn die Gefallenen kämpfen alle, wirklich alle hier, mit Akkuschaden und die Hexen ebenfalls. Das heißt, ihr könnt sich gegenseitig umhauen, könnt die Munition sparen und wenn ihr keinen Bock mehr habt zu warten, liegt ihr einfach los. Hier, Hexe zum Beispiel, weg. Oder sonst die nächste Hecke. Ihr seht wirklich zwei Schuss und die ist weg. Und da habe ich, glaube ich, zufälligerweise den Gefallenen getroffen. Wie praktisch. Ihr seht, da ist noch eine Hexe. Und wir werden auch gleich sehen, die setzen sich hier wirklich selber weg. Der ist weg. Und der Vandale auch. So kommt mal wieder eine, ein Beutezug. Ist so sehr ratsam, so viele wie möglich mitzunehmen, die hier reinpassen. Also, wenn ihr Solo macht, könnt ihr ruhig, ohne zu sterben, mitnehmen. Gibt ja auch einen, Zeug, ohne zu sterben. Denn ihr wisst ja, wenn ihr im Nightfalls sterbt, wenn ihr sowieso rauskatapultiert, könnt ihr also mitnehmen. Genauso natürlich wie die Reinigung von Abyssmorn 10, Majore und Ultras töten, während ihr im Nightfall seid. Schwieriger. Letztes Mal, dieses Mal, die Granate, die Rakete, die saß überhaupt nicht. Das ist ja ein bisschen schwer hier. Aber auch wenn man hier hinten bleibt, alles kein Problem. Wirklich gefährlich wird sie nicht, nur wenn man sich vielleicht ein bisschen zu weit vorwagt. Und ihr seht, man kann hier an den Anhänger gut Schutz finden. Jetzt kommt die Rakete. Und dann ist alles kein Problem. Und durch die Rakete habe ich auch schon durch Zufall und Glück Naxxis, den ersten Boss hier vom Strike, fast schon weggeratzt. Das gesehen, viel hatte der nicht mehr. Ist mir damals aber auch gar nicht aufgefallen, dass er schon längst da war. Also noch ein Schweber, ihr seht auch mit der LDR zwei Schüsse und er ist weg. Und da läuft Naxxis wieder rum. Aber auch er, kein Problem. Ich glaube, sie müsste jetzt gleich auch liegen, wenn er sich nicht wieder versteckt hätte. Also natürlich ein bisschen blöd, hier hinten. Die Dinger können sich gut verstecken. Sollte aber kein Problem sein, da läuft er wieder. Vor allem, wenn man den ein paar Mal so gemacht hat in der Strike-Playlist oder sowas, da kennt man schon so ein bisschen die Wege, wie die Gegner laufen. Wir können das. Und er erzählt natürlich auch dazu. Nun, kommt eine Stelle, auf die man sehr aufpassen sollte, denn da kann man schon mal leicht einfach reinlaufen. Und auf dem Weg von dem Begegnung gerade zum nächsten Boss gibt es diesen kleinen Ort, wo noch ein paar Gefallene rumlaufen. Die sind da Rakete rein, ein bisschen rumschießen und die Gegner sind weg. Da steht doch irgendwo einer da hinten. Komm. Dekadenz, Rakete rein oder ist er weg? Und es gab sogar eine neue Grimoire-Karte. Sehr nett. Rakete oder Kit 2. Ich weiß gar nicht, ob das schon was bringt oder erst Rang 3. Und da steht noch ein Captain rum. Aber auch der ist hier kein Problem mehr. Vor allem, weil das einer der wenigen ist, die hier nicht mit Akkuschaden ergeben, sondern, wenn ich es richtig gesehen habe, mit Feuerschaden. Also mit Solarschaden. Munition einsammeln. Und dann gibt es auch schon direkt zum nächsten Boss, dem Teufelsläufer, einer der vielen. Und wie bei vielen ist der auch absolut kein Problem. Einmal raus. Und am einfachsten ist wirklich hier links in die Ecke rum. Die Höhle ist da vorne. Da hinten auf das Dach. Von da aus kann er euch eigentlich kaum noch treffen. Und ihr habt wirklich Freibahn. Kein Gegner greift euch hier an. Und ihr könnt in Ruhe alles ausknipsen. Da weg mit dem. Das soll natürlich auch treffen können.
Und einer, den man sehr oft vergessen kann, ist da oben in dem Gebäude. Alpha 1, der Vandal, Scharfschütze natürlich. Da ist auch schon unser Boss. Und dank Argus und Flammen ist der auch echt kein Problem. Ich glaube, jetzt habe ich jetzt gebrochen eine Minute oder sowas. Ihr werdet es ja jetzt sehen. Da kommt schon der erste Fall. Und da kann man wirklich reinbolzen. Ihr seht 15.000. Und wie gesagt, die Waffe ist nicht vollkommen aufgewertet. Da fehlt noch 3 Schadensplus. Und danach macht die, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr. Ich glaube, 21.000 oder sowas. Also wirklich kein Problem. Und einen Schuss habe ich noch drin. Ich wollte eigentlich jetzt schon nachladen, aber ich gedacht, oh komm. Wäre Munitionverschwendung, wenn ich jetzt nicht eine Synthese benutze. Und da kommt sie schon. Und das ist auch schon gleich das Ende des Bosses. Einmal hat er jetzt sich schon hingelegt. Mal schauen, ob er ein zweites Mal überlebt. Da liegt er wieder. Und ihr seht, es ist echt kein Problem. Eigentlich ziemlich ruhig, ziemlich easy. Und da steht er noch einmal. Und den Rest nehmen wir auch. Er greift eigentlich mal richtig an. Man kann ihn tatsächlich dämmen, wenn man Kinder an dem Schild ist und er seinen Schuss aus der Rakete oben benutzt, aus dem Rohr. Und das müsste auch schon gleich liegen. Ja, das war kein Treffer. Und da ist er down. Ihr seht's. Ein paar Minuten, noch nicht mal. Und der ist weg. Wenn ihr Eisbrecher habt, könnt ihr euch auch mit der Eisbrecher rausschießen, dann verschwindet auch keine Munition. Am Schluss nur noch die Gegner umhauen. Und der Weg zu Sepskis ist absolut frei. Nur mal kurz die Waffen wechseln. Auch hier natürlich, da Argus und Flammen aktiv ist, ruhig Argus nehmen. Hier nochmal Munition auffrischen. Und dann könnt ihr auch schon gleich loslatschen. Alles kein Problem. Wie gesagt, Nightfall besteht eigentlich nur darin, ein bisschen ruhig zu sein, ein bisschen aufzupassen, nicht zurückzuziehen, am besten auch die höchste Rüstungsstufe sich einzuwählen oder zu benutzen, die man seinem Baum gerade zur Verfügung hat. Und wirklich ein bisschen aufpassen, ruhig sein, nicht in Panik geraten, denn Panik ist euer erster Tod. Und da geht's auch schon gleich los mit Sepkis. Und da gibt's auch einen ziemlich einfachen Weg, wo man sich hinstellen kann. Die Höhle der Teufel. Erstmal natürlich durch die Tür reich gehen, da müsst ihr einfach nur davor stehen, da geht die auf. Und keine Angst, da sind zwar Gegner, aber die tun euch erstmal nichts. Hier ist natürlich trotzdem auch immer sicher und wach, wenn ihr euch unsichtbar sind, unsichtbar bin. Braucht ihr aber gar nicht, denn sie fangen erst an, euch anzugreifen, wenn ihr auf sie schießt. Greift noch nicht auf den Boss an, denn ihr könnt ihm noch nicht schaden. Erstmal wirklich müssen alle Ads hier vorne drin sein. Hier drin sein. Tot sein. Und dann geht's auch schon los. Der letzte ist fast tot. Hat sich wieder irgendwo versteckt. Granate rein. Und dann wieder schon. Kommt der Boss. Und ihr könnt von hier eigentlich ziemlich einfach kaputt hauen. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr richtig durch die Stufen trefft ihr nicht so, wie ich die ganze Zeit an den die Stufen selber anschieße. Dann könnt ihr eigentlich ziemlich sicher stehen und ihm umhauen. Und ihr seht, es passiert nichts. Ab und zu poltert er sich weg, dann müsst ihr jetzt gleich was machen. Na, ja, genau. Und dann kommt die erste Welle. Die erste Welle sind wieder mal Schweber. Und die laufen oben ein bisschen rum. Können euch nicht viel machen, einfach Schweber umhauen. Es müsste gleich hier eigentlich vorbeikommen. Da kommt er. Schweber umhauen. Und nach ein paar kommt der Boss auch schon wieder, könnt ihr weiter auf den Boss umhauen. Und schauen, was passiert. Das kann auch viel passieren. Es sind ein paar. Ich weiß nicht aus dem Kopf, wie viele es sind, aber ihr seht schon, es sind mindestens 4. Und dann kommt der Boss auch von selber wieder hin. Also einfach nur geduldig sein. Auf den Boss schießen. Und dann kommt direkt die nächste Welle. Dieses Mal sind es Gefallenmajor, wie ihr da seht. Plünderer und Vandalen. Also keinen schwierigen Gegner, die echt immer da leben. Die sollten teilweise nach einem Schuss kaputt sein. Also mutig sein, rausschießen, nicht allzu weit nach vorne gehen, denn ihr seht, ein Schuss reicht trotzdem aus, um ein Drittel wegzuziehen. Also eine Salve rein und ihr seid tot. Genauso werfen sie ab und zu mal eine Granate rein, auch vor dir einfach in Acht nehmen und nicht drin stehen bleiben. Also halt beobachten und dann, wenn der letzte gefallen ist, kommt Sepkis wieder. Bis hierhin ist noch alles kein Problem. Da kommt er übrigens wieder, ich habe gehört. Da ist er. Bis hierhin alles noch kein Problem für diesen Boss. Doch in der nächsten Phase, in der nächsten Welle, wird es ein bisschen schwieriger. Hier kommt nämlich das erste Mal das Schiff. Aber erstmal natürlich schön drauf, wenn ihr einen MG habt, könnt ihr hier auch gucken und hier draufschießen. Man geht noch ein bisschen aufpassen, ihr könnt euch natürlich selber hier töten. Ihr wisst das ja, wenn ihr im Radius eurer Rakete steht,
seid ihr tot. Müssen Munition nachfüllen. Also Synthese im Solo dabei zu haben, ist immer gut. Vor allem hier ist so, wieder so viele verkauft hat. Einfach benutzen. Habt ihr kein Problem mehr. Und jetzt wird es ein bisschen hakelig. Da ist er nochmal ein bisschen. Und jetzt kommen auch von unten ein paar Gegner. Jetzt gehört das Schiff kam. Oben noch ein bisschen aushalten, aber dann immer darauf achten, dass jetzt unten auch welche kommen. Die kommen zwar nicht ganz drauf, aber sie können euch schon gefährlich werden. Vor allem, wenn von oben auch noch einer schießt. Deswegen, die unten haben oberste Priorität. Einfach wegkratzen. Gut ausweichen. Und ihr seht ja, ihr müsst doch nicht mal gut spielen, um die wegzukriegen. Ja, steht er, glaube ich, weg. Der war weg. Und dann könnt ihr euch hier nochmal mit Zepkis kümmern. Seht ihr, wie waren es? Noch drei. Es kommt nachher nochmal eine Phase, wenn ihr nicht schnell genug seid. Aber auch vor der braucht ihr keine Angst zu haben. Ich muss ja gleich wieder kommen, oder? Oben stehen wahrscheinlich noch ein paar rum. Na. Waffe wechseln. Nochmal kurz. Raketenwerfer. Und dann kann es auch schon gleich losgehen. Oder? Genau, da ist nämlich wieder einer. Aufpassen, der kommt in der Granate. Nicht in die Granate reinlaufen. Die kann euch wirklich mit einem Schuss töten. Da ist ja auch wieder eine Arkus. Rakete ist. Rakete Granate ist. Nochmal Zepkis. Madrid hier, und ihr seht schon, er hatte schon die Hälfte. Sind wir weg. Natürlich ein Ort hier, an dem es ziemlich auf Zeit geht. Denn ihr seht schon, jedes Mal, wenn eine neue Welle kommt, poltert er sich aus der Sichtweite, bis die Gegner weg sind. Geht also auf eure Nerven, auf eure Munition, aber wenn ihr aufpasst und nicht so wie ich da blöd rumsteht, dann ist es absolut machbar. Und da hat die Granate gesessen. Auch die Schwimmer sind nicht kaputt gegangen. Und wie gesagt, ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass euch die Kugel nicht treffen, aber ansonsten habt ihr eigentlich kein großartiges Problem. Na, wo ist er denn? Da, Headshot, weg ist er. Und ihr könnt natürlich auch hier Glimmer farmen, wenn ihr die entsprechenden Gegenstände benutzt. Ihr seht allein, die bringen 25. Und wenn euch die Munition mal ausgeht und ihr zufälligerweise Jäger spielt, macht euch unsichtbar, dann geht sie holen. Und dann haut ihr einfach die nächste um. Hier, und da kommt auch nochmal Zepkis. Also, gerade rein, schießen. Und dann in Ruhe, nicht mehr wegmatzen. Wir sehen, ich habe wieder ein bisschen Munition aufgeladen. Mit Hilfe meines Eisbrechers. Funktioniert ziemlich gut, wenn ihr ihn habt. Denn, wie gesagt, ihr bekommt dann wieder ein gutes Stück Munition zurück und das hilft euch wirklich. Und ihr seht, vorletzte Sekunde ist das jetzt schon bei mir mit Zepkis. Er ist fast tot. Wenn ihr euch hier beeilt und noch viel Schaden rausdrücken könnt, dann könnt ihr ihn da besiegen. Und wenn er nahe dran ist, wie er es jetzt gerade war, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Bleibt nicht vom Fenster stehen, sondern geht wirklich zur Treppe. Denn wenn er seinen Nahkampfangriff benutzt, und das wird er machen, wenn er so nah bei euch dran steht, dann seid ihr mit einem Schlag tot und alles so umsonst möchtet ihr natürlich nicht. Und jetzt, ihr seht aber, habt gerade das Schiff gehört, ihr habt es auch gesehen. Jedes Mal, wenn das Schiff kommt, kommen auch Gegner von unten, habt ihr sie schon gesehen. Diesmal bin ich ein bisschen rabiater, Rakete rein. Fett. Bisschen rabiat, bisschen verschwendet natürlich hier, aber Zepkis hat nicht mehr viel. Und beim nächsten Mal sollte er auch weg sein. Ich wollte darauf achten, dass ihr jetzt nicht sterbt, weil das wäre echt bitter. Da steht einer hier, checke ihn. Einer ist ja, glaube ich, noch, oder? Und dann müsste es auch gleich mit Zepkis zu Ende gehen. Das ist ein bisschen mutig, was ich gerade gemacht habe, da unten an der Treppe die Waffen zu wechseln, wenn von unten welche kommen können. Das muss doch schon der letzte Gegner sein. Komm weg, vielleicht ist noch einer. Müsst ihr auch treffen, nicht wahr? Und dann müsst ihr auch gleich ein letztes Mal Zepkis kommen. Da geht noch weg. Mit dem Sohn Schweber. Zum Nachladen ein bisschen nach unten latschen, damit ihr nicht mehr getroffen werdet. Und dann ist alles kein Problem. Nein, da liegt noch einer, ne? Versteckt. Hm, noch zwei Stück. Aber die kommen auch noch klein. Und nur vier Schuss, das ist nicht viel. Könnte knapp werden für Zepkis. Vor allem, wenn man so grandios daneben schießt, wie ich das gerade tue. Aber wofür gibt es denn den Eisbrecher, wenn nicht zur Munition nachladen? Da kann man noch ein bisschen mit seiner schönen Waffe rumschießen. Oder mit seiner Granate und haut sie gleich alle weg.
schießen. Und dann den letzten Gegner umhauen. Und hängt tatsächlich noch ein bisschen Munition. Das habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Oder habe ich es gesehen? Ich glaube, ich habe es gesehen. Ja, ich habe es gesehen. Man hat es ja gerade gesehen. Ich habe die Waffe schon vorher gewechselt, bevor die 10 Munition wieder voll war. Die 10. Die Munition vom Eisbrecher voll war. Und schon geht's. Jetzt sind zwei Gegner, glaube ich. Und der letzte. Der Geächtete versteckt sich dann noch so ein bisschen. Aber die Granate müsste gleich kommen, oder? Ja, da fliegt die Granate. Findet leider kein Ziel. Aber es hat trotzdem gereicht. Leute, hört ihn schon. Sepkis kommt. Oder? Kommt er, da ist er schon. Wieder an der Treppe. Und dieses Mal ist es sein absoluter Untergang. Jetzt wird er nicht mehr. Ein, zwei Schüsse. Und er ist weg. Und damit ist dieser Nightfall auch geschafft. Dämmerungsstreik beendet. Natürlich, wenn ihr noch ein paar Waffen habt zum Leveln, jetzt schnell wechseln. Genau das richtige noch Team bekommt geschickt. Ihr Erfahrungspunkte dafür. Bis der Timer kommt. Sepix Primus warf einen und ja, auch hier merkt man so ein bisschen, dass es so ein bisschen spontan alles gelaufen ist und ich wirklich nicht damit gerechnet habe, dass ich schaffe und dass ich dann auch auf die Idee komme, das aufzuzeichnen. Also alles eine Frage der Intuition, kann man so sagen. Und ja, ich, wie gesagt, ich bin gespannt, ob es euch gefällt. Lasst mir eine Bemerkung auf jeden Fall da. Und ich würde sagen, es wird Zeit, die Belohnung einzusacken. Wird es Gjallarhorn sein, der mächtige Raketenwerfer Gerd Clown? Ich glaube, so ähnlich spricht man es aus. Wie viel spricht es auszusprechen? Wir nennen es einfach Ballerhorn. Wird es sie sein? Na? Und was ist es? Was ist es? Es ist das Wappen von Alpha Lupi. Die Heilerrüstung quasi des Jägers. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.